Grüß euch, ihr Lieben. Ja, unser Almerausch-Album ist draußen, ist schon eine Zeit jetzt und wir haben so tolle Rückmeldungen gekriegt und deswegen möchte ich euch oder für alle anderen eben auch ein bisschen erklären, was denn da drin ist in dem Album. Und ja, weil es uns einfach so freut und weil es uns freut, dass das so tolle Momente schafft anscheinend. Und genau, deswegen diese kurze Beschreibung von den Liedern, um was da drinnen geht. Und mit Sicherheit werden wir euer Leben nicht verändern durch unsere Musik, weil das kennt ihr ja nur selber, aber wir können euch bestimmt Impulse geben und beim einen oder vielleicht ein gutes Gefühl für das eine oder andere Thema in eurem Leben, dass man das einmal von einem anderen Standpunkt aus sieht. Das ist oftmals ganz wichtig und tut auch gut, einmal einen anderen Standpunkt sehen und nicht so festgefahren sein. Aber jetzt zu den Liedern. Almerausch, das ist das Titelliedl und das ist 2019 schon entstanden. Jetzt war ja praktisch erst einmal die Auszeit, wo wir nicht so viel gemacht haben oder sowas. Darum ist es ja jetzt halt erst draußen. Aber da war ich in der Schweiz im Hochgebirge und das ist ja erstens einmal wunderschön da dort und zweitens diese Zeit, diese 12 Tage mit 4 Nächte, 4 Tage, 4 Nächte im Outback, ganz allein, das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich auch bis heute nachhaltig noch bewegt mich das immer noch. Und der Almerausch, das Lied, das erzählt eigentlich nur die Geschichte von bergauf zum Gehe, sonnenwärts und bis zum Gipfel und das Gefühl. Und die Essenz aus dem Lied ist der Satz, was haben wir euch schon geschafft? Weil um das geht's. Jeder von uns hat schon so viel geschafft. Jeder von uns hat seine Backerl und trotzdem so viel geschafft. Zeit für was Neues ist der zweite Titel dann. Das ist natürlich so ein Thema, ja, das eigentlich keiner mag oder die wenigsten sind so abenteuerlustig, dass sie sagen, ja, mir ist Veränderung völlig wurscht, da kenne ich wenige, aber das Wichtigste war tatsächlich, die Veränderung anzunehmen und nicht starr stehen bleiben und hadern damit oder so, weil letztlich bei gewissen Dingen kann man sowieso überhaupt nichts dagegen machen. Also gibt es ja bloß eins, mitgehen mit dem Leben und versuchen da auch das Beste draus zu machen. Und das beschreibt das Lied Zeit für was Neues. So vergängliches Leben, so vergänglich die Welt, die Veränderung, die nimmt sie all die Zeit. Mit wem man kostet nichts, drum lass einfach gehen, nur der Mensch, der halt fest, bleibt in seinem Schmerz drin stehen. Der Zug fährt ab, ebenso ein Thema, das uns immer beschäftigt, wo man immer wieder hört, oh ja, bei mir ist ja der Zug eh schon abgefahren und so weiter. Ja, das ist er nie, weil es immer wieder eine neue Chance gibt, auf den Zug aufzuspringen. Nicht auf den Zug, wo alle mal oder sowas, sondern auf deinen Zug des Lebens, weißt schon, der in deine Richtung fährt. Und sei da mutig und hau dich mal rein. Der bringt dich da hin, wo du hinkehrst. 100 Pro. Wenn man im Vertrauen bleibt, natürlich, und auch daran glaubt. Es geht immer wieder um den Glauben, der ist so wichtig. Das ist wirklich wichtig. Der Zug fährt da. Mir wird die Zeit zu knapp. Oh, weil irgendwo, da ist der Platz für mich. Da vertrau ich drauf. Ich lass mich einfach rein. Und dann zum Entspannen.
der Amazing Grace Jodler. Da bin ich so dankbar, dass ich da einen Jodler drüber gemacht habe oder machen dürfen über diese Melodie, die ja jeder kennt, Amazing Grace, die uns auch schon ganz, ganz viele Bilder bereitet hat oder Momente, wo irgendwo auf der Welt war oder sowas, und dann haben wir dieses Liedl gehört dazu und ich habe einen Jodler draus gemacht und das freut mich unbändig, das ist richtig, richtig schön geworden. Es ist auch so. Wir haben alles bei uns. Wir haben unser Glück bei uns. Wir haben alles bei uns. Auch wenn viele sagen, ich hab mir nieder und mein Leben ist so scheiße oder sowas. Nein, du hast es. Man muss halt einfach bloß wieder aus der Scheiße rausgehen oder rausschauen, wenn man nicht gleich rauskommt oder sowas. Und rausschauen und nach vorn schauen und die schönen Dinge. Und das sind Kleinigkeiten in unserem Leben, die uns tatsächlich ein Glück bereiten können. Und das funktioniert. Ja, man muss halt bloß da. Das ist meins Glück. Okay. Das ist in dir, das ist dein Glück. Schau doch mal hin und mach mal einen Schritt zurück. Das ist ein Schritt ins Glück. Jetzt bleib mal stehen, das ist die Zeit. Dann die Lorne mit zu dir hin, wunderschön gesungen von der Steffi. Da geht's drum, dass man sich anlernen einmal. Lorne mit zu dir hin und das einmal das fallen lassen kann oder so. Und aber auch um das, dass nicht immer jemand da ist, gerade an den du dich hinlernen kannst. Und da ist das Wichtige für mich immer, dass ich weiß, ich komme ja in mir selber einfach einmal anlernen und einmal zur Ruhe kommen und mir selber erzählen, was gerade scheiße ist, warum ich mich alleine brauche oder sowas und. Es wirkt auch. Ist natürlich schöner, wenn eine andere Schulter da ist oder so und. Aber du kannst dir das selber auch geben und deswegen ist mir das Lied auch so wichtig. Wenn ich mal nicht weiter weiß, lern ich mich zu dir hin. Verweile ein bisschen. Das Leben manchmal verwehrt, eine kurze Zeit, dann spür ich's wieder. Saugeiles Leben kommt dann und das saugeile Leben, ja, da geht es halt darum, um die Transformation, um das Verändern, die selber verändern. Wenn du ein graues Leben führst oder so, dann machst du bunter und das geht. Aber wenn viele sagen, es geht irgendwie, es geht einmal generell, geht ja alles im Leben. Haben wir wieder beim Glauben, haben wir wieder beim Vertrauen, haben wir bei diesen ganzen Dingen, die so unbändig wichtig sind. Man muss bloß da. Meins Leben, saugeiles Leben. Ja. Yeah, dass dein Leben so plötzlich ein saugeiles Leben ist. Wer zur Hölle bist du, Blödel? Du Stimme in meinem Schädel, die mir suggeriert, du Versager, du Dödel, die alle versucht, mir am Boden zum Drucker, wo alle von oben auf mich abspucken. Doch werde ich das jetzt einmal ganz grob rendern, werde zeigen, wer ich bin und meine Dinge verändern, werde der Gandhi in meiner Hirnmitten sein und sitz mich für saugeile Leben ein. Ja, du fragst dich, wie
frei und unbegrenzt, da geht es um deine Träume, um das, dass du das nicht verlierst, dass du droh bleibst, auch wenn es Rückschläge gibt und wenn es immer noch nicht so und immer noch und jetzt habe ich die Vision oder das Ziel oder was auch immer schon so lang und über ist es noch nicht. Irgendwann nimmt dir das Glück bei der Hand. Und um das geht's. Und das irgendwann, das muss man halt manchmal mal da warten. Und da haben wir auch wieder bei dem, verlier deinen Glauben nicht. Gell? Irgendwann, vor noch nicht allzu langer Zeit, hast du dein Traum geboren. Man nimmt dir dann das Glück schon bei der Hand. Dann keiner mehr daheim, das habe ich für meine Mama geschrieben. Das war auch, was ihr da seht, das letzte Bild tatsächlich, das von meiner Mama und von mir entstanden ist. Und es ist immer schlimm, wenn man Menschen, die man liebt, verliert. Und da tut sich ein Riesenloch auf vor dir und du denkst, Gott, wie soll denn das, wie soll das gehen? Irgendwann kommt aber dann das Gefühl, ja, dieses Riesenloch, das fülle ich jetzt mit all den schönen Erlebnissen, die wir gehabt haben, mit all dem, den schönen Momente, mit dem, ja, also wie es bei meiner Mama war, war ein unglaublich lustiger Mensch, die hat alle Leute zum Lachen gebracht und das sind so Sachen, die schmeißen wir alle rein und dann habe ich es nämlich da drinnen und dann spüre ich es und ich spüre es oft und das ist das Schöne und um das geht es in dem Liedl, dass die zweite Seite auch gesehen wird, im Herzen daheim und dann weißt du, das ist der, ist der oder die ist immer da. Und das spüren wir dann. Wo du mich erinnerst an unsere allerschönste Zeit. Im Herzen daheim, wo sie meine Hand so gern noch mal strickt nach deiner. Da ist keiner Lohr, da drin ist der Platz, wo es in uns lebt. Da bist du daheim, da du rast. Dann kommt das Friedenslied, das ist ebenso wichtig, weil wer braucht schon einen Krieg? Kein Mensch braucht einen Krieg, außer die, die da wieder Geld verdienen. Und diese Unfriedensstifter da draußen, sind sie ja alle gleich. Und da mag ich keinen irgendwie, der ist schuld, der ist schuld. Wer einen Krieg führt, ist jeder schuld. Weil wenn man sich zusammenhockt und drüber redet, das hat es immer schon gegeben auf der Welt, dass vernünftige Menschen gegeben hat, die gesagt haben, so, jetzt sitzen wir uns hier und dann schauen wir mal, wie wir das irgendwie lösen können. Um das geht's. Aber das wird eigentlich die Aufforderung für uns alle, friedvoll zum Dingen und auch friedvoll zum Sein, weil wenn wir das alle schaffen, dann gab es nämlich auch keinen Krieg mehr. Ja. Am Blick aus dem Weg, so stellen wir vor, wie friedlich das war. Wenn es nirgends Kriege gab, naiv ist es nicht, dann gehen die Weiten, wir schießen die Welt, weil wir alle ihren Frieden verbreiten. Oh ja, ich spür den Frieden in mir. Oh, spürst du den Frieden in dir? Oh, ich spür den Frieden in mir. Ich lade mich zu dir hinkommen, dann nochmal als Duett von der Steffi und mir gesungen. Auch nochmal halt einfach um zu zeigen, auch zwei Personen kann ein Thema beschäftigen oder so und ja, einfach ein wunderschönes Liedl, hört es euch an. Jo.
Dann kommt Hand in Hand, Earth People, das ist unser Hand in Hand Song, der auf der Hand in Hand CD drauf ist eigentlich, aber in Englisch und gesungen mit meiner Tochter, die das so wundervoll gesungen hat. Da ist mit Dudelsack dabei, wir haben ein ganz tolles Video dazu gemacht, mit Erden im Gesicht natürlich, dann will man das Erdige, das Menschliche, das da gehen wir her, da gehen wir auch wieder zurück, darstellen. Und aber dieses steil bergauf aus Face die Wand zum Schaffen ist nur Hand in Hand. Und das ist eigentlich das um das, die Essenz, um das geht. Wir schaffen es nur Hand in Hand. Es geht nur miteinander, das Ganze. Was zum Bewältigen ist da draußen im Leben und auch in jedem einzelnen Leben, ist ja miteinander viel schöner als wir entweder Ellbogen gegeneinander oder ganz allein. They say it never can be done. They say the fall is yet to come. Is yet to come. United we feel the mountains burn. Being together feels so good. It feels so good. Und danach kommt dann die Bergmeditation. Das ist was, Augen zu machen und spüren. Und viele von euch waren ja schon auf dem Berg oben, wahrscheinlich eh alle. Da hat mich natürlich freien eh, weil das einfach so mächtig ist, wenn du da oben stehst, deine Augen zu machst und du hörst erst einmal gar nichts, wenn du da oben bist. Und dieser Bergfrieden, dieses Friedvolle, dieses Tiefe, was da entsteht, auch wenn du die Augen aufmachst, dann diese Weiten und die Stille siehst oder so, das ist schon mächtig. Und das macht die Bergmeditation. So viel zum Almerausch-Album und wenn ihr Fragen habt oder was ich immer, freue ich mich natürlich gern drüber. Und ansonsten nochmal, wie gesagt, gibt es in CD-Form auf unserer Homepage www.alfons-hasenknopf.de oder in Visitenkartengröße ein USB-Stick, natürlich fürs Auto cool oder auch überall. Ich komme mal her, ich zeige es euch einmal. Genau, ja, da klappt man es auf. Und dann schiebt man rein. Genau. Und freut uns natürlich, wenn ihr unsere Musik hört und wenn ihr uns auch eine Nachricht schickt, wie es euch gefällt, wie es euch taugt und was bewegt. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns bei einem von unseren Konzerten irgendwann einmal wiedersehen. Servus.